also so wie die Uhr da ist, ist es halt dieser typische 100, 200 Euro Fake maximal. Und es ist wieder sehr dreist, finde ich, sowas zu posten. Ist halt echt hart, wenn man halt, vor allem als jemand, der so in der Öffentlichkeit steht. Es gibt da einfache Kopien, da sieht man das auch gut, aber es gibt auch Kopien oder Fake-Uhren, wo man sagt, die sind dann relativ teuer. Im letzten Jahr kamen 83% der Plagiate aus China. Das ist halt wieder mal ein Zeichen, dass sich halt Leute damit nicht auseinandersetzen, einfach irgendwas kaufen. Das sind die 5 Uhren, die wirklich am meisten gefälscht werden. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.